Danke für die freundliche Einführung. Mein Thema lautet auf dem Weg in den Ständestaat, Untertitel Vormoderne Gesellschaftsmodelle in Österreich zwischen 1918 und 1934. Wie der Kollege Schuster schon gesagt hat, führt uns das Thema vielleicht ein wenig weg vom Nationalsozialismus. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass der Nationalsozialismus als politisches System, als politischer Gegenentwurf zur Moderne genauso hineingehört in diese Reihe der Gesellschaftsmodelle. Mein Fokus ist aber Österreich, und hier hat ja der Nationalsozialismus, wie Sie wissen, nicht aus eigenem die Macht ergreifen können wie in Deutschland, sondern durch Okkupation gewissermaßen dann nach 38 sein Gesellschaftsmodell hier zu realisieren versucht. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen wäre der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Denn dieser Erste Weltkrieg brachte einen fundamentalen Bruch in der politischen wie auch in der gesellschaftlichen Entwicklung Europas. Im 19. Jahrhundert hatte sich in den europäischen Staaten die Entwicklung Richtung Parlamentarismus vollzogen. Die konstitutionelle Monarchie, also die Monarchie, der ein Parlament, eine Verfassung auch zur Seite gestellt war, war das vorherrschende politische Organisationsmodell der Gesellschaft geworden. 1918, also das Kriegsende, bringt nun einerseits die Durchsetzung des republikanisch-parlamentarischen Prinzips. Das heißt also, die Monarchien werden eigentlich alle abgeschafft. Und europaweit wird die Herrschaft nunmehr durch die Idee der Volkssouveränität legitimiert, nicht mehr wie in der Monarchie durch Gottes Gnaden. Gleichzeitig haben wir aber am Ende des Ersten Weltkrieges zwei weitere Strömungen festzustellen in Europa. Zum einen sozialistische Revolutionen, also Bewegungen, denen der Parlamentarismus nicht mehr genügt, die über den Parlamentarismus hinausgehen wollen, und zwar in der Richtung, dass jetzt das Volk sozusagen gleichgesetzt wird mit einem Teil, mit dem Proletariat als Avantgarde dieses Volkes. Und dieses Proletariat als Avantgarde realisiert sich in der politischen Organisation der Rätedemokratie. Das ist ein anderes Konzept als der Parlamentarismus. Auf der anderen Seite wird dieser Parlamentarismus angegriffen von der sogenannten konservativen Revolution. Und diese Strömung, die wir vor allem in Deutschland, auch in Österreich, in Italien, in Frankreich finden, aber ich möchte mich hier auf Österreich und Deutschland konzentrieren, diese konservative Revolution verwirft ebenfalls den Parlamentarismus, setzt aber an seine Stelle etwas anderes als die sozialistischen Strömungen, nämlich einen Ständestaat, eine ständisch organisierte Gesellschaft oder eine Diktatur. Also das sind die zwei Strömungen, drei eigentlich, Parlamentarismus als Hauptströmung, Sozialismus und konservative Revolution als Reaktionen gewissermaßen darauf. Wie weit der Krieg eingriff in den Alltag der Menschen, nur zwei kurze Bilder. Das linke ist ein Kinderbuch aus dieser Zeit, aus 1914. Sie sehen hier die zwei Vertreter, also die Buben mit der schwarz-gelben Fahne, also der Österreicher, der Habsburger Staat und der deutsche Bub, die da Seite an Seite marschieren, und dann rechts eine Vase, eine aus dem Deutschen Reich mit dem Eisernen Kreuz drauf. Also der Krieg durchdrang wirklich den Alltag der Bevölkerung. Die gesellschaftlichen Brüche, die der Krieg hervorrief, nur kurz dazu. Wir haben auf der einen Seite, also jetzt 1914, eine Verherrlichung des Krieges durch Künstler und Wissenschaftler. Die Kriegspropaganda umfasst und erfasst die ganze Gesellschaft. Unter anderem sind hier solche Namen zu nennen wie Thomas Mann, dem man das rückblickend gar nicht zutrauen würde. Aber auch Hugo von Hofmannsthal, später dann Ernst Jünger.
Und als dann die Niederlage kommt, sind diese Personen, die den Krieg so verherrlicht haben, einmal mit allen anderen ganz niedergeschmettert, orientierungslos. Sie sehen sich konfrontiert, diese Avantgarde, diese Elite, mit einem Aufbrechen der gesellschaftlichen Hierarchien. Das heißt also, die Ordnung, die Vorkriegsordnung, die bestanden hat in der Gesellschaft, ist so nicht mehr. Ein sehr schönes Buch in diesem Kontext ist Stefan Zweigs Die Welt von gestern, wo er beschreibt, dass es eine Jugend in der Vorkriegszeit, vor 1914, das Leben, die Gesellschaft, die Ordnung und wie dann mit dem Krieg oder nach dem Krieg alles wirklich ganz anders war. Das Zweite war die tiefe ökonomische Unsicherheit, die die Staaten, vor allem Deutschland und Österreich und die Menschen, die Bewohner ergriffen hat. Das Dritte, die Veränderung des gesamten Wertesystems. Also alles, was Vorkriegswerte waren, schien jetzt nicht mehr zu gelten. Es hat sich aber ein neues Wertesystem erst mühsam auf den Weg gemacht. Und dieses Kriegserlebnis ist prägend geworden für eine ganze Generation. Also vor allem die jungen Männer, die am Krieg teilgenommen haben oder die noch zu jung waren, um zu kämpfen, aber trotzdem die ganzen Auswirkungen natürlich gespürt haben, miterlebt haben und natürlich die ganze Gesellschaft darüber hinaus. Die in der politischen Nachkriegskrise haben wir ganz scharfe Auseinandersetzungen, einerseits also zwischen verschiedenen Ideologien und verschiedenen damit verbundenen politischen Bewegungen. Ich habe es schon angesprochen. Dem einen die sozialistischen Bewegungen, die Spitze, die Rätebewegungen, die kommunistischen Rätebewegungen, die niedergeschlagen worden sind in Ungarn, in München, in Hamburg, in Kiel. Also in Deutschland, mit der Ausnahme Russland. Dort konnte sich ein Staatswesen etablieren, das vorgab, auf diesem Konzept der politischen Organisation aufzubauen. Wir haben zum Zweiten eine Phase der Etablierung parlamentarischer Systeme, wie schon erwähnt. Die Monarchie wird eigentlich überall, wo sie noch bestanden hatte, durch parlamentaristische Systeme abgelöst. Und dann aber in den Anfang der 1920er Jahre einen massiven Angriff antidemokratischer Kräfte auf den Parlamentarismus. Wir haben 1922 den Marsch auf Rom und den Sieg des Faschismus von Benito Mussolini in Italien. Und wir haben 1923 im Zuge auch dieser Nachkriegskrise einen Putschversuch der NSDAP in München im November 1923. Also das passt genau in diese Welle antidemokratischer Bewegungen nach dem Ersten Weltkrieg hinein. Nun nach Österreich. Österreich, auch in Österreich ist zu bemerken der Sieg des parlamentarischen Systems in der Verfassung von 1920, wo festgelegt wird, dass Österreich eben ein parlamentarisches politisches System bekommen soll mit einem eindeutigen Machtzentrum mit dem Parlament und hier wiederum mit dem Nationalrat als der Hauptkammer des Parlaments. Diese Verfassung war allerdings ein Kompromiss, ein sehr pragmatischer Kompromiss der beiden großen politischen Strömungen, der Sozialdemokratie und der christlich-konservativen, der christlich-sozialen. Man hat daher verschiedene Problemzonen ausgespart aus dieser Verfassung. Es wurde zum Beispiel nicht geregelt, der Grundrechtskatalog. Also die österreichische Verfassung enthält, das BVG enthält keinen Katalog der Grund- und Freiheitsrechte, wie es zum Beispiel für die amerikanische oder die französische von 1791 konstitutiv war. Sondern man konnte sich einfach nicht einigen auf diese Grund- und Freiheitsrechte. Warum? Dazu werde ich später noch etwas sagen. Sondern man hat zurückgegriffen auf das Staatsgrundgesetz von 1867. Man konnte sich auch zunächst nicht einigen auf den Föderalismus, also auf die Rolle von Bund und Ländern. Das wurde auch erst dann 1922, 23 geregelt. Man konnte sich nicht einigen über das Verhältnis von Schule und Kirche und allgemein über das Verhältnis von Staat und Kirche. Das heißt, Sie sehen also, dass da ganz wichtige Fragen ausgespart worden sind.
Und nach 1920, als die Koalitionsregierung zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen geendet hatte, wurde dieses parlamentarische System vom konservativen Lager prinzipiell in Frage gestellt. Also nicht nur einzelne Problemzonen definiert, sondern prinzipiell das ganze System in Frage gestellt. Wer waren nun die Akteurinnen dieses Infragestellens, beziehungsweise welche alternativen Gesellschaftsmodelle wurden von diesen Akteuren und Akteurinnen erwogen? Ich denke mal, politisch, gesellschaftlich wichtigste Akteurin war die katholische Kirche im Rahmen des Systems des politischen Katholizismus, also des Bündnisses, des ganz engen Bündnisses oder des Verwachsens von christlich-sozialer Partei und katholischer Kirche, in dem System auch die christlich-soziale Partei im Wesentlichen, die Heimwehren, die sich schon sehr bald nach dem Ersten Weltkrieg zu Wort melden, Anfang der 1920er Jahre, und das sogenannte Dritte Lager, die Großdeutsche Volkspartei, der Landbund und verschiedene andere deutschvölkische Gruppierungen, zu denen auch die NSDAP zu zählen ist. Einzelpersönlichkeiten sind hier ebenfalls zu nennen, die jetzt keiner Organisation angehört haben oder keiner politischen Partei angehört haben, aber als Einzelpersonen durchaus Wirkung gezeigt haben. Also ihre Ansichten wurden diskutiert öffentlich und haben durchaus Wirkung gezeigt. Hier ist vor allem zu nennen Ottmar Spahn, Staatsrechtler, Politikwissenschaftler, Prinz Rohan, der da im Rahmen der konservativen Revolution zwischen Deutschland und Österreich sozusagen gewechselt ist und in beiden Ländern seine Stimme erhoben hat. Auch Hugo von Hofmannsthal wäre hier zu nennen, auf den der Begriff konservative Revolution überhaupt zurückgeht, der den im Jahr 1927 im Rahmen einer Rede geprägt hat. Nun, welche Kritik am Parlamentarismus wurde hier geübt? Wobei man dazu sagen muss, dass ich hier die Hauptkritikpunkte an der parlamentarischen Demokratie aufzählen möchte. Das ist dann je nach engerer politischer Zugehörigkeit des Kritikers noch nuanciert. Der Hauptpunkt ist, dass nicht das Volk herrscht, sondern die politischen Parteien. Also die Angriffslinie, die wirklich von allen Kritikern geteilt wird, ist, dass dieser Parlamentarismus ein Parteienstaat sei und dass eben diese Existenz politischer Parteien zu Konflikten führt und Konsens verhindert. Das heißt also, das, was man genannt hat, der Parteienstreit um prinzipielle Dinge oder auch andere, ist eine Grundlage dieses Systems, und das ist zu verwerfen, das ist nicht gut. Das heißt also, diese Parteien, die Existenz politischer Parteien, nur dass es sie gibt, weil sie ja verschiedener Ansicht sind, sonst braucht man sie ja nicht, verhindert eine konstruktive Zusammenarbeit. Daher muss man sich überlegen, wie man dieses System dahingehend verändern kann, dass es keine politischen Parteien mehr braucht. Damit zusammenhängend, auf der einen Seite ist die Kritik, der Konflikt verhindert die Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite hat man gesagt, also das ist vor allem dann in Deutschland ausformuliert worden, dass im Parlamentarismus letztlich immer nur ein Kompromiss herauskommt. Also es ist kein großer Wurf, ja, man kann nicht eine große Lösung machen, sondern es ist notgedrungen eine Politik der kleinen Schritte, und das ist schwächlich, das ist ärmlich, unwürdig und so weiter. Also da gibt es noch stärkere Worte. Kompromiss ist sowieso was zu Verwerfendes. Die Kritiker, die diese Schwächlichkeit des Kompromisses in den Vordergrund gestellt haben, die waren dann bei denen, die überhaupt gleich eine Diktatur befürwortet haben.
Denn in der Diktatur mit der Herrschaft eines Einzelnen ist es diesem Einzelnen, ist es dem Diktator leicht möglich, diese gordischen Knoten einfach zu durchhauen. Ja, da braucht man sich nicht mehr aufhalten mit Verhandeln, da kann man einfach das realisieren, was politisches Programm ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Mehrheit entscheidet und dass diese Mehrheit, diese Stimmenmehrheit mehr oder weniger eine zufällige ist. Ja, also da und diese, da gibt es eine ganz, ganz viele Arbeiten und Kommentare, dass diese zufällige Stimmenmehrheit halt was ganz Schlechtes ist, weil da einfach nicht nach einer großen Linie entschieden werden kann, sondern immer gerade welche Mehrheiten sich im Parlament finden. Und auch ein wesentlicher Punkt, die Parlamentarier sind gewählt auf Parteilisten. Das heißt, sie sind Parteimänner oder Frauen und daher keine sachkundigen Menschen. Das heißt, sie sind nicht qualifiziert dafür, komplizierte Materien zu beraten und zu entscheiden, weil ihnen einfach die Sachkompetenz fehlt. Also Sie sehen, das ist ein ganz großes Bündel von Kritikpunkten und je nach politischer Richtung gibt es halt andere Schwerpunkte. Manche halten sich oder konzentrieren sich auf den Parteienstaat, auf die politischen Parteien, andere auf die Stimmenmehrheit, dann wiederum tritt bei anderen die Qualifikation der Parlamentsabgeordneten in den Vordergrund, beziehungsweise die mangelnde Qualifikation. Wenn wir uns jetzt Österreich betrachten, da haben wir als Hauptkritikerin die katholische Kirche beziehungsweise den politischen Katholizismus. Also das große, zweite große politische Lager neben der Sozialdemokratie. Und hier ist wiederum interessant, sich vor Augen zu führen, dass das durchaus logisch und stringent in der Weltanschauung oder Weltinterpretation der katholischen Kirche drinnen ist, beziehungsweise daraus abgeleitet werden kann. Denn die Kirche hat seit der Französischen Revolution, der natürlich für den Katholizismus eine ganz schwere Erschütterung des Weltbildes darstellt und auch der Position der Kirche in der Gesellschaft, hat seit dieser Französischen Revolution den Antimodernismus als Grundsatz gehabt. Antimodernismus heißt jetzt, alles, was in allen Bereichen des Lebens als modern einzustufen ist, wobei dieser Begriff, bin ich mir bewusst, schwammig ist. Es war auch so allgemein gemeint. Das heißt, sowohl in Gesellschaft, also in Politik, Modernisierungen wurden verworfen, als auch in Technik und Wissenschaft und auch in der Theologie. Das heißt also, die Kirche hat sich mit diesem antimodernistischen Grundsatz eingemauert in ihrer eigenen Welt und wollte alle Verbindungen eigentlich nach draußen kappen. Und erst im Zweiten Vatikanum ist diese Einstellung aufgehoben worden. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche nicht Stellung genommen hat zu Entwicklungen gewissermaßen außerhalb ihres Bereichs. Und hier war eine zentrale Kritik der katholischen Kirche, die an der modernen Gesellschaft, die Kritik an der Volkssouveränität als Legitimation von Herrschaft. Also ich habe gesagt, vorher war die Herrschaft legitimiert durch Gott. Der Herrscher hat seine Funktion, seine Berechtigung durch Gott bekommen. Jetzt maßt sich der Mensch an, Gott zur Seite zu schieben in diesem Bereich und zu sagen, wir, das Volk, wir, die Menschen selber, bestimmen, wer unser Herrscher sein soll und das ist die einzige Legitimation. Durchgeführt wird das mit dem allgemeinen Wahlrecht. Und der Parlamentarismus und Volkssouveränität gehören natürlich zusammen. Und Parlamentarismus und Parteienherrschaft gehören zusammen. Das heißt, man wollte jetzt seitens der katholischen Kirche die Parteiendemokratie, also den Parlamentarismus, ersetzen durch ein System der wahren Demokratie oder wie man es auch genannt hat, der organischen Demokratie.
Und wie hat das jetzt ausgesehen? Volkssouveränität war unchristlich, atheistisch, das heißt gottesleugnerisch. Papst Leo der 13. formuliert das so: vom sozialen modernen Recht und der Volkssouveränität und der zügellosen Freiheit ist nur noch ein Schritt zu den verderblichen Irrtümern des Kommunismus, Sozialismus und Nihilismus. Wenn man jetzt dahinter schaut, wie sich das in der Praxis gestalten soll, dann kommen wir unserem Thema schon etwas näher. Denn diese wahre Demokratie, die auch genannt wird organische Demokratie, wie gesagt, oder autoritäre Demokratie, orientiert sich am Gemeinwohl der Gesellschaft. Und dieses Gemeinwohl setzt sich zusammen aus dem, unter anderem aus dem, was jedes Gesellschaftsmitglied dazu beiträgt. Daher müssen in so einer Demokratie die Stimmen, wenn abgestimmt wird, verschiedenes Gewicht haben, nicht? Also es geht ja, wenn jemand mehr für die Gesellschaft beiträgt, dann muss seine Stimme mehr Gewicht haben als zum Beispiel die des Arbeitslosen. Ja? Und darum muss der Parlamentarismus, der auf allgemeinem gleichen Wahlrecht, ein Kopf, eine Stimme, aufbaut, verworfen werden, weil hier die Beiträge zum Gemeinwohl nicht adäquat gewürdigt werden. Auch hier die Kritik, dass in der formalen Demokratie, die formale wird eben gleichgesetzt mit der zu verwerfenden parlamentarischen Demokratie, entscheidet der Zufall, die zufällige Stimmenmehrheit, während in einer organischen Demokratie das nicht passieren kann, weil sie ja am Gemeinwohl orientiert ist, das Gemeinwohl wiederum derselbe Schluss wie vorher, sich zusammensetzt aus den Beiträgen der Einzelnen und da gibt es eben welche, die mehr beitragen, die mehr Gewicht haben. Daher kann hier keine zufällige Stimmenmehrheit mehr entstehen. Der katholische Staatsgedanke war natürlich dann dem entgegengesetzt einer demokratischen Republik, nämlich eine hierarchisch aufgebaute Gemeinschaft, die nach Ständen und Berufen geordnet ist, wobei diese Organisation nach Ständen und Berufen sich unmittelbar auch politisch niederschlagen soll. Also das heißt, es ist nicht nur die normale Berufsgliederung der Gesellschaft, die wir haben, aber die Umsetzung dieser beruflichen ständischen Gliederung in politische Gewichte und auch in politische Einflussnahmen. Einer der Vertreter dieser Kritik an der formalen Demokratie war Ignaz Seipel, hoher Würdenträger der katholischen Kirche, Prälat, Theologieprofessor, also er war habilitierter Theologe und Vorsitzender der Christlich-Sozialen Partei und lange Jahre Bundeskanzler der Ersten Republik. Hier nun in einem direkten Zitat, er sagt, das Übel besteht nun darin, dass gar nicht das Volk durch seine Erwählten die höchste Macht im Staat ausübt. Es herrscht nicht das Volk, es herrschen die Parteien. Am gefährlichsten wird aber das System der Parteienherrschaft, wenn die Partei in Wahrheit gar nicht eine Partei ist, sondern eine Wirtschaftsorganisation oder eine Klassenvertretung. Wenn dieselben Leute, die heute als Parteivorstand auftreten, nächstens in der Verkleidung des Kammerpräsidenten oder Gewerkschaftsobmannes oder Schutzbundkommandanten auftreten. Also er hat einen Parteibegriff noch, einen älteren, der Honoratiorenpartei, also der lockeren Versammlung von Personen, die sich einem politischen Ziel verschrieben haben, aber keine Parteiorganisation, wie es zum Beispiel hier angesprochen wird, die Sozialdemokratie hat. Noch einmal, Seipel will die Parteien ersetzen durch eine echte, starke Volksbewegung. Und er sagt, bei uns in Österreich gibt es eine starke Volksbewegung, welche die Demokratie von der Parteienherrschaft befreien will. Die Träger dieser Volksbewegung sind die Heimwehren. Nur die österreichischen Sozialdemokraten verschließen sich der Kritik und machen gerade das, was an unserer Demokratie nicht gut ist, zu ihrem Palladium. Also das heißt, hier haben wir die Überwindung, der Versuch oder das Konzept der Überwindung politischer Parteien durch eine politische Bewegung. Ja, also Partei ist etwas Starres, Organisiertes, hierarchisch Aufgebautes und diese Parteien sollen ersetzt werden durch eine Volksbewegung.
Es ist das dasselbe Konzept, das auch der Nationalsozialismus hatte, dass man sagt, diese Altparteien, in der Diktion hieß es dann so, die Altparteien, die Systemparteien werden ersetzt durch die nationalsozialistische revolutionäre Bewegung. Nun zu den Ständestaatskonzeptionen im engeren Sinn. Wenn man sich klarzumachen versucht, was ein Ständestaat ist, muss man mal klären, was man unter einem Stand zu verstehen hat. Intuitiv, glaube ich, weiß man das oder hat man ein Gefühl, eine Vorstellung davon, was das sein soll. Es ist übrigens auch bei den Ständestaatskonzeptionen wird der Begriff Stand eigentlich nie wirklich erklärt. Dieser Ständestaat ist eigentlich ein Gesellschaftsmodell, das vor der Herausbildung des modernen Staates bestanden hat. Also moderner Staat ist charakterisiert oder Staat der Moderne dadurch, dass ein Staatsvolk hat, eine Souveränität nach innen und nach außen. Und dieser Ständestaat ist eigentlich kein Staat im modernen Sinn. Also wenn man sich, da definierte sich ein Mitglied einer Gesellschaft als Untertan eines Herrschers, eines Fürsten, eines Königs und zugehörig zu einem bestimmten Stand. Das heißt, dieser Stand definiert die Positionen der Gesellschaft. Die klassischen Stände sind der Adel, die Geistlichkeit, die Bürger, die Bauern und dann später hat man auch versucht, die Arbeiter, die Industriearbeiter als eigenen Stand zu definieren. In der Ständegesellschaft, dem Feudalismus, bestimmte dann der Fürst die Rechte der Stände, also die einzelnen Rechte des Adels, der Geistlichkeit, der Bürger, Schrägstrich Bauern, wobei es dann zwischen Fürsten und Ständen wieder Konflikte gab um diese Rechte, um die Ausgestaltung, Ausweitung, um die genaue Definition, wie weit geht das. Und innerhalb der Stände werden dann diese vorgegebenen Rechte von den Mitgliedern des Standes ausverhandelt, also noch einmal so. Zweimal Verhandlungsebene sozusagen. Das kann man nicht wirklich vereinbaren mit einem modernen Staat. Aber man hat jetzt von diesem ständestaatlichen Konzept mitgenommen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin einen Platz in der Gesellschaft hat, der sich bestimmt durch ihren Stand. Stand aber nicht mehr klassisch feudalistisch gedacht, sondern Stände sind jetzt bei den modernen Ständestaatskonzepten gleichgesetzt mit Berufsgruppen ungefähr. Also es gibt den Stand der Industrie, der in der Industrie Beschäftigten. Wichtig ist, dass diese Stände so funktionieren sollen, dass sie die Personen ohne Berücksichtigung ihrer sozialen Position zusammenfassen. Das heißt, sowohl der Landarbeiter, der kleine Bauer, wie auch der Großgrundbesitzer gehören einem Stand an und haben, und das ist jetzt die Vorgabe, und haben daher die gleichen Interessen. Das heißt, da gibt's jetzt, das ist die Annahme, da gibt's jetzt keine Konflikte. Und wenn, dann können diese Meinungsunterschiede innerhalb des Standes ausgetragen werden. Das heißt, man braucht keine Parteien mehr. Oder auch Arbeiter und Unternehmer werden in einem Stand zusammengefasst, weil die haben durch diese Zusammenfassung haben sie oder objektiv haben sie dieselben Interessen. So, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Und daher ist dieser leidige Konflikt, der sich im Klassenkampf ausdrückt, und dieser Klassenkampf gibt ja so diese Ansichten dem Sozialismus immer wieder Nahrung, so kann dieser Klassenkampf überwunden werden. Also das ist eigentlich der Kern dieser Konzepte ständischer Organisation der Gesellschaft.
Und die Stände regeln ihre Angelegenheiten, wie schon erwähnt, in Selbstverwaltung. Also innerhalb des Standes wird diese Konfliktaustragung nach bestimmten Regeln vollzogen. Und da braucht niemand von außen eingreifen. Es gibt, wie gesagt, in einem solchen Staat, in einem solchen Gemeinwesen ein gewichtetes Stimmrecht, schon erwähnt. Und durch diese Organisation der Konflikte, also durch diese Verlagerung der Konflikte und Selbstlösung der Konflikte innerhalb der ständischen Organisationen, kann man die politischen Parteien abschaffen. Denn nun braucht man sie nicht mehr, weil sich die Interessen eben anders organisieren können. Wichtig ist auch noch in allen diesen Ständestaatskonzeptionen, dass Herrschaft wieder grundsätzlich durch Gott legitimiert wird und dass die Ständeordnung in allen diesen Modellen als gottgewollte Ordnung dargestellt wird. Diese Ständeordnung wurde als dritter Weg zwischen Marxismus und, muss man sagen, parlamentarischer Demokratie verstanden. Und es gibt jetzt quer durch Europa solche Ständeorganisationen, ständische Gesellschaftsmodelle. Das erste, das gewissermaßen sich versucht hat zu realisieren, war unter Benito Mussolini, der eine ganz klare solche ständische Gesellschaftsorganisation präferiert hat, proklamiert hat. Dann der schon erwähnte Ottmar Spahn 1929, der in seinem Hauptreferat auf der Eröffnungsveranstaltung des Kampfbundes für deutsche Kultur in München 1929 eben diese Ständeorganisation als dritten Weg zwischen Marxismus und Demokratie gepriesen hat. 1931 wurde das offiziell von der katholischen Kirche auch in einer Enzyklika verkündet, in Quadragesimo Anno, wobei festzuhalten ist, dass der Papst, Pius XI. War das, die vorsichtig auf Distanz geht zum italienischen Modell, weil, also es ist dies keine, ausdrücklich keine Befürwortung des italienischen Faschismus. Papst Pius sagt, diese Organisationsform in Italien kann man nicht gutheißen, weil hier die Stände und die ständische Organisation auch durch Zwang zustande gekommen ist. Also er möchte das freiwillig durch die Gesellschaft realisiert haben. 1933 unter Salazar, der Estado Novo in Portugal, ist auch ein ähnliches Modell. 1934 der christliche Ständestaat in Österreich, der reiht sich ein in diese Reihenfolge. Und 1939 schließlich Francisco Franco in Spanien, der auch also seine Herrschaft dezidiert auf diese Organisationsform stützt, sich darauf beruht. Was interessant ist, ist, dass alle diese hier angeführten Gesellschaftssysteme oder politischen Systeme gewissermaßen über die Proklamation des Ständestaates nicht hinauskommen. Also es gibt mehr oder weniger, je nachdem, mehr theoretische Werke, Reflexion, wie sowas funktionieren kann. Es gibt in den einzelnen Modellen mehr oder weniger konkrete Anleitungen, was zu tun ist, dass man das realisieren kann. Aber dass wirklich dieses Modell, wie ich es versucht habe vorhin zu skizzieren, nur in Grundzügen realisiert worden wäre, das haben wir in keinem dieser Länder, können wir das feststellen. Also man kommt gewissermaßen über die Proklamation nicht hinaus. Und hier noch ein Beispiel, die Mai-Verfassung 1934 des österreichischen Ständestaates, wo die Präambel heißt, im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk für seinen christlichen deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese Verfassung. Das heißt also, die Verfassung wird gegeben und das Recht geht nicht vom Volk aus, es ist wieder die Legitimation der Herrschaft durch Gott. Aber auch hier in der Mai-Verfassung geht die
die Konkretisierung dieses Ständestaates, der ständischen Organisation, nicht über diese allgemeine Ebene hinaus. Hier haben Sie noch das Staatswappen des Ständestaates. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil man in dem Symbol sehr viel herauslesen kann. Der Adler hat auf einmal wieder zwei Köpfe, wie Sie sehen, und die zwei Köpfe haben einen Heiligenschein, also nimbiert, deutet hin auf die christliche Herkunft oder Verwurzelung des Staates. Der Bindenschild ist klar, das ist Leopold der Babenberger. Und wenn Sie die Pfoten oder Krallen des Adlers anschauen, die Ketten kommen erst nachher dazu, die gesprengten Ketten nach 45, bin ich fast über meine eigenen Beine gestolpert. Aber was dem Adler fehlt, er hat zwar einen Kopf dazu bekommen, aber die Mauerkrone fehlt ihm, also des Bürgertums, und Hammer und Sichel hat man ihm aus den Krallen genommen. Ursprünglich war geplant, dass der Adler in den Krallen ein Kreuz und ein Schwert trägt für den wehrhaften Katholizismus. Man hat sich dann aber dagegen entschieden. Ja, das ist jetzt quasi die Verfassung des christlichen Ständestaates in Österreich nur angedeutet. Es gibt eben vorbereitende Organe der Gesetzgebung, den Staatsrat, Bundeskulturrat, Bundeswirtschaftsrat, Länderrat. Also die Mitglieder werden von den Ständen für 10 Jahre ernannt. Und es gibt einen Bundestag, der die Gesetze beschließt, aber nur zustimmen und ablehnen kann und nicht gestaltend eingreifen kann. Und das Recht zur Gesetzesinitiative ist allein bei der Bundesregierung, also bei der Exekutive. Die Ständeorganisationen, also die ja das Herzstück der Verfassung bilden sollten, sind eigentlich im österreichischen Ständestaat von 34 bis 38 nie funktionstüchtig geworden. Also das ist auch über eine Proklamation nicht hinausgegangen. Was soll jetzt, ich meine, wenn man das sich anschaut, diese ganzen Kritikpunkte, und wenn man dann die historische Realität dagegen hält, dass eigentlich diese organische Demokratie oder die wahre Demokratie nicht realisiert worden ist, was war dann das Ziel? Ich denke, also da ist der christliche Ständestaat Österreichs nicht allein, sondern alle die Systeme, die ich vorhin aufgeführt habe, haben ein gemeinsames. Das Ziel war die Beseitigung der formalen Demokratie, also des Parlamentarismus. Es gab aber, wie schon erwähnt, keine Realisierung dieses Konzepts der organischen Demokratie. De facto war es dann das, was Hans Kelsen, der Hauptautor der Bundesverfassung der österreichischen von 1920, genannt hat, die Diktatur zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere. Und das, was noch interessant ist, es gibt ideologische Überschneidungen mit dem Nationalsozialismus. Ohne jetzt bitte das nicht misszuverstehen, ich will auf keinen Fall gleichsetzen, Ständestaat und Nationalsozialismus. Aber es gibt jetzt vor allem in den Elementen Ablehnung der Demokratie etc. Ideologische Überschneidungen mit der NS-Ideologie. Allerdings, jetzt muss man auf den Level zurück von der späten 1920er Jahre oder des Beginns der Machtergreifung, also nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus. Ich möchte an dieser Stelle einmal schließen mit meinen Ausführungen. Ich habe, denke ich, einiges angerissen, nur anreißen können, leider. Und ich hoffe, dass wir in der Diskussion noch einige Fragen klären können. Dankeschön.